Hallo liebe Dragon Ball Z, wir sind zwei Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen Part, wo wir mit dem guten Rokaioshin sprechen. Ich weiß ja, wo wir dann bei dem Roboter den Test ablegen müssen, wie es aussieht. Oh nee, hier können wir. Ah nee, mit dem, bei dem machen wir nichts, bei dem Typen, okay? Der war ich Training. Ich sehe es gerade, genau. Roboter, Fortschrittstest. Möchtest du Fortschrittstest ablegen? Selbstverständlich möchte ich das. Steht die Prüfung. Super Rücksprung bekommt man da. Mittlere Stufe. Okay, das wird eine Bullshit-Prüfung, die bringt, glaube ich, noch arsch wenig. Aber ich habe das Gefühl, da kann man bei den Prüfungen auch ganz gut Erfahrungspunkte abstauben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Ja, wir brauchen die. Sonst so ein Gohan-Kind. Prügeln wir ein Kind zu Tode. Wäre nicht das erste Mal. Vor allen Dingen ist der Hintergrund mal anders, das gefällt mir. Weil es dunkel ist? Ja. Ja, das hat was. Fuck, jetzt klingen wir wie Ricky bei Winning Pot. So ja, schön, wenn es ist. Das dachte ich mir halt gerade auch, was natürlich scheiße ist, aber... Er hat einen Punkt gehabt, er hat einen Punkt immer gehabt. Gleich hier. Ja, das stimmt, das ist und hier sieht es nachts nicht nach Kacke aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Na, zu unserer Verteidigung. Das ist echt lustig, dass irgendwie, ich glaube, seit der Dragon Ball Z Budokai-Reihe ist, glaube ich, so ein Standardteil, dass bei dass als neue Stages immer noch eine Tag- und Nacht-Variante von den ganzen Stages gibt. Das hat seitdem jedes Spiel gemacht, dass man immer, dass einzelne Stages sind mit Tag und Nacht, Wüste Tag, Wüste Nacht und das alles. Bei allen fucking Stages. Okay, Gohan ist down. Finde ich ja, gerade ziemlich erstaunlich, dass sie es seitdem immer machen und hier genauso wieder, wie es aussieht. Fucking Raditz. Alter, Raditz wird so hart bedient. Ey, man weiß, was das Problem von Raditz ist. Er ist so stark wie ein Pflanzenmann. Weiß ich gar nicht. Doch, ist er. Da haben Vegeta und Nappa gesagt, die haben gesagt, oh shit, wisst ihr, wie stark die Pflanzenmänner sind? Einer von denen ist so stark wie Raditz. Da haben die gesagt, was? So stark wie Raditz? Fuck, Yamshu. Ich schau dir das mal genauer an. Und Yamshu so, okay, das werde ich machen. Und dann ist er in die Luft geflogen. Oh, guter Yamshu. Ich weiß, wieder eine sehr spannende Geschichte. Gern geschehen. Ich glaube das nicht. Was? Weil du glaubst es nicht. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, das haben die gelogen. Ich meine, Raditz ist von Gokus Bruder. Der kann doch nicht so schwach sein wie Pflanzen. Ah, sein Vater war auch scheiß schwach von Goku. Und Goku ist an sich ja auch richtig schwach. Ich meine, Goku, als Raditz da auf die Erde gekommen ist, der war ja viel schwächer als Raditz. Damit ja, aber war der er wusste es ja auch nicht besser. Er hatte ja auch keine so starken Gegner. Oder? Ja, aber trotzdem. Wie sollte er so stark werden? Aber trotzdem war er ja fucking schwach. Deswegen. Ja, klar, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, Goku ist jetzt keiner, der mit übermäßig viel Potenzial gesegnet ist, prinzipiell. Aber er trainiert immer hart, verstehst du? Er ist als Dummbart zur Welt gekommen, aber er hat viel geübt. Er ist aber immer noch ein Dummbart. Ja, das ist selbstverständlich. Vor allem mit Dragon Ball Super. Der ist ja so ein verblöder Freund. Oh ja. Weil man sagen muss. Nervt manchmal. Ja, da beschweren sich viele drüber, aber Alter, sollte man Dragon Ball Z anschauen, da sind alle, vor allem das kommt halt von der Übersetzung, wegen der Zeit, als Dragon Ball Z halt lief. Alter, sind alle Charaktere so fucking dumm. Die haben so dumme Sprüche. Das tut richtig weh. Da schaust du dir an und wünschst du dir, dass Goku einfach wieder ein Vollidiot ist und nicht dumme Sprüche von sich gibt. Alter, ich bin gestunt. Ich hatte das jetzt zum allerersten Mal. Weil zum allerersten Mal. Dass ich mich nicht mehr. Nein, sag's nicht wohl, dann kannst du es doch als Videothema verwenden, wenn du es jetzt nicht ansprichst. Ich bin von Dragon Ball Xenoverse 2. Was soll ich denn? Wer willst du von mir? Ja, aber wenn du. Doch, keine Ahnung. Warum hat Vegeta seine fucking Dragon Ball Super Rüstung an? Hat er das? Ja, das irritiert mich, die sollte er nicht haben. Ey, Mark, wie geht er nicht? Er ist auf den Scheiß, der nie irgendwas hinbekommen hat. Noch gar nicht. Wen hat Vegeta besiegt? Den kleinen Saiyajin? Im Turnier? Wahnsinn, den hätte aber jeder besiegt. Der war fucking ja. Schwach. Krillin hätte ihn nicht besiegt. Ja, Krillin ist ja auch kein Kämpfer. Der ist jetzt Polizist. Als ob Polizisten keine Kämpfer sind. Was ist los mit dir? Ich sag dir, ein Polizist... Möchtest du die Wichtigkeit von Polizisten jetzt in Frage stellen? Nee, ich will nur sagen, wenn ein Polizist den Genki-Dama abbekommt, dass er dann nicht mehr so einfach dasteht. Da können wir jetzt natürlich... Nicht. Kann man nicht wissen, du hast noch nie gesehen, wie einer davon getroffen wurde. Hab ich gesehen. Nicht. Doch. Ich hab da wurde mir mal eine E-Mail geschickt, ein Video auf
Das war im Anhang drin und da konnte man das dann sehen. Das war aus auf dem, WhatsApp von deiner Mutter? Ja, sie hat gesagt, es kommt aus dem Dark Web. Habe ich gesagt, ja gut, dann muss es ja wahr und geheimnisvoll und mysteriös sein. Und nicht irgendein Crap, den irgendjemand hochgeladen hat und der voll mit Viren ist. Vermutlich. Ich bin übrigens fertig. Echt? Ja, klar. Weil Vegeta. Und kabum, Vegeta ist auch down. Finisher, yay, wie viele Erfahrungspunkte gibt die Scheiße? Ich hatte ein Level up. 4000, das ist okay. Das heißt, wenn wir da die nächste machen, dann sollte die, keine Ahnung, 6 oder 8000 geben. Da sollte dann noch ein geschmeidiges Level up drin sein und dann sollen wir bereit sein, Freezer und Cooler auf die Fresse zu hauen. Wir können keine weitere machen. Nicht? Nein, das sind die beiden, die man nutzen kann. Oh, im Moment. Komm schon. Doch, ist so. Auch mir. Bullshit. Gerade nachgeguckt. Hab ich auch gerade gesehen. Was machen wir dann an Schönes? Bei dir kam noch nicht die Nachricht, dass nein. Der Oberälteste, der wurde nicht eingegriffen. Wo können wir dann am besten Level-Ups fahren? Wollen wir noch einen geilen Online-Kampf, Parallel-Quest machen? Ja, klar. Geile Online-Parallel-Quest, das ist der Shit, auf den die Leute Lust haben. Leute werden sehen und sie werden sich sagen, oh Mann, wieder Parallel-Quests, dafür bin ich hier, das will ich sehen. Und wenn wir Glück haben, dann hat ja Boggy noch so eine Einser-Geschichte. Das ist ein Dragon Ball-Spiel, verdammt nochmal. Da ist das einfach so. Oh, wenn man Teil 1 kennt, dann weiß man das. Mein Gott. Das stimmt. So, aber weißt du, was wir zur Abwechslung machen können? Wir können könnte mal wieder... Halt auch schlimmer sein. Es könnte doch schlimmer sein. Es könnte ein Let's Play sein zu Meat Boy oder so, was, wo wir einfach 20 Parts am gleichen Level sind, weil wir da Pflaster suchen oder so. Oh. Es könnte auch eins dieser Let's Plays sein. Uff. Also auf dem Level sind wir noch nicht. Warte, darüber können wir gleich hin. Aber was ich noch sagen möchte, als Vorbereitung für die Mission, wir können wieder einfach irgendwelche Kämpfer nehmen, Wodo. Erinnerst du dich noch, als wir mit Freezer gekämpft haben? Wir haben einfach alles sofort gekillt. Er war fucking stark. Ja, aber ich vertraue da der Erfahrungspunktvergabe nicht. Ich hab Angst. Ich schon. Das ist mein Charakter, das ist immer noch die gleiche, die man da bekommt. Ich will aber mit Vololina spielen. Mit der macht's mir am meisten Spaß. Ich will ganz ehrlich mit sein. Mir am meisten Spaß. Weißt du, was mir am meisten Spaß macht? Ich auch nicht. Ja. Oh fuck! Wenn wir das mal herausfinden würden. Freezer! Finale Form. Oh Gott, mir ist die Zeit abgelaufen und ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich Guldo nehmen soll. Was dachte ich mir dabei? Auf jeden Fall, langweilige Let's Plays. Wollo. Was würdest du denn sagen? Oh, das ist ein Thema für eine Expertenrunde. Will ich das hier jetzt... Das kann ich nochmal verwenden. Ich habe da kein Problem mit. Wollo! Wenn du damit kein Problem hast, dann meinetwegen, ja. Was ist die langweiligste Scheiße, die man im Let's Play machen kann? Ich meine, wir sind jetzt ziemlich unterhaltsam. Ich denke, wir können es uns schon erlauben, darüber zu urteilen. Also, ich bin der Meinung, ich kann mir das erlauben. Wenn ich ein Let's Play gucke, kann ich sehen, ob das ein gutes ist oder ein schlechtes. Ich erkenne das. Ja. Ich meine, weil Leute immer sagen, ist er als Klischee. Das ist eine Sache, die nicht der Wahrheit entspricht. Das ist immer, Minecraft mit dem Handy abgefilmt. Ja gut, das ist natürlich sehr scheiße, aber nee. Nee, da gibt's viel mehr Dinge, die fucking langweilig sind. Was meine ich jetzt auch gar nicht? Das ist aber, was viele halt Leute immer sagen. Was halt arschlangweilig ist, wenn jetzt jemand ein Let's Play macht, meinetwegen... Was kann man als Spiel nehmen? Ich hab mal, was kann man als Spiel nehmen? Irgendein schweres Spiel halt, ne? Ein sauschweres Spiel. Nehmen wir ein Dark Souls. Das ist nicht schwer! Oder du musst es nur alles lernen und halt die Fresse! Ja, weiter, Bruno. So, und in Dark Souls ist dieser Typ dann an irgendeiner Stelle. Ja, an einem Boss. Bei einem Boss meinetwegen. Und der macht das 5 Parts lang einfach. Bis das ist das, wovor ich auch gerade Angst habe, weil wir die Parallel Quest jetzt schon. Das ist jetzt der 4. oder 5. Parallel Quest Part. Es sind ja immer noch unterschiedliche Dinge. Und was noch dazu kommt, dieser Typ, ne? Besagter Typ. Rechtes Portal. Ja. Welches Portal müssen wir nehmen? Westlich, keine Ahnung, gehen wir hier hin, wo ich bin. Ja, okay. Dieser Typ, besagter Typ, der erzählt dann auch nicht einen Schwung aus dem Leben oder von irgendeiner Dragon Ball Folge, die er mal im sondern er wird immer wütender und redet immer weniger. Fuck. Genau, er redet immer weniger, es kommen nur noch so. Okay. Nee. Mario, Waluigi. Wo ist der Stempel? Wo ist der Stempel? Stell dir das vor. Das der Stempel. Man munkelt, dass sowas ganz schön langweilig werden kann. Ja. Todesball! Was halt auch, der Todesball, Mono!
Was ich halt auch richtig hasse, ist, wenn die Leute nicht in ganzen Sätzen reden, sondern nur noch so in Wortfetzen und so Phrasen. Kennt man das aus einer gewissen Stimme? Du hast das eine Video, das hat Volo gemacht, das war Volo Reacts oder so, zu Super Mario 3D World Finale von Ricky. Von Ricky. Und wie ich das gerade höre, hat der Ricky da alles, was man nicht machen sollte, zusammengefasst. Ist halt wirklich so. Alles, was irgendwie scheiße ist, war in diesem Video halt echt mit drin. Ja, das Video anzuschauen, es tat weh. Ganz scheiße, immer das gleiche sagen, einfach auch überhaupt keine Ahnung mehr haben, was man sagen soll. Ja, an der einen Stelle, das ist einfach meine Lieblingsstelle überhaupt, was Ricky in dem Video hatte, wo er einfach da ist, er ist gestorben und dann hat er einfach Mario-Charaktere aufgelistet. Mario, Luigi, Peach, Waluigi und man denkt sich, was soll das denn? Völlig ohne Zusammenhang. Einfach Charaktere aufgelistet. Weil, warum nicht? Ich habe ja eh nichts zu erzählen. Ne? Ja. Das merkte man von Anfang an. Das ist ein 30-Minuten-Part. Er wusste ab Sekunde 1 eigentlich schon gar nicht, was er da machen soll, was er erzählen soll. Nichts. Aber, zu Rickys Verteilen, das ist halt nicht nur Ricky, bei dem das so ist. Das ist halt auch bei vielen anderen Let's Playern so, dass so ein... Oh, soll ich da mal einen Insider auspacken? Alter, ein Insider. Geil. Pass auf. Das sind die geheimen Informationen. Aber vor kurzem, da haben ich glaube, Fully, Ricky, Maeve, war Keggy auch dabei. Ich habe keine Ahnung. Die haben ja diese eine, wie heißt denn das Spiel, wo die Typ mit dem Schwengel, Pimmel, was super lustig ist, wo man die stapeln muss. Ah, das gucke ich nie, weil ich mir immer denke, da hat Fully gesagt, die Party, die wir aufgenommen haben, ich würde das nie hochladen, die sind so scheiße geworden. Er hat genau das gesagt, wo sie auch nur, okay, nur das gesagt haben. Der wird sehen, ich würde das nicht hochladen. Oh, jetzt habe ich wohl die vom Bus geworfen, das sieht eh keiner. Aber vertrau mir. Und da dachte ich mir, ich bin gespannt, wer es hochlädt. Alle haben es hochgeladen. Das war aber auch bei TTT so. Da hatten wir auch Parts, die so scheiße waren. Die waren ja so scheiße. Aber gewisse Leute, die mitgemacht haben, haben sie hochgeladen. Die kannten da nichts. Das ist ein Video, das aufgenommen wurde, also wird es auch hochgeladen. Ne? Das war 20 Minuten Spielspiel, das verwerfe ich jetzt bestimmt nicht. Es ist aber auch lustig dann im Nachhinein, wenn man solche Videos dann, beziehungsweise wenn man daran beteiligt ist. Für einen als Zuschauer ist es scheiße, weil der wird so eine Scheiße hochgeladen. Aber wenn man die Leute kennt, dann ist es super, wenn solche Videos da sind. Kann man sagen, ja gut, schauen wir nochmal in das super Video, was du da hochgeladen hast, rein. Sonst schaut euch doch mal an, das Finale von The Legend of Zelda Link's Awakening together mit Ricky, wo er mich vorher irgendwie arschsauer gemacht hat. Ja, also, ich war so sauer scheiße auf mich. Ich dachte mir so, Alter, mit dem Picker rede ich nie wieder. Und dann haben wir das Finale da aufgenommen. Und ich weiß gar nicht mehr, was war, aber ich glaube, ich habe dann auch irgendwann nicht mehr mit Ricky geredet. Ja, hast du nicht mehr. Ist das jetzt fertig? Das war, da haben sie das Finale geschafft und dann das Ende von Link's Awakening. Es ist ja ein schönes Ende mit dem Windfisch und allen, wie er da auftaucht. Und das ist eigentlich ein wirklich cooles Ende. Und dann war der Windfisch da und dann wurde so, da ist also der Windfisch. Aha, okay. Ach ja. Und dann das Seufzen. Wenn das Seufzen kommt, weißt du Scheiße. Er war so, ach ja. Was war denn? Also wenn ich noch wüsste, was da war. Da wüsste ich auch so gerne. Aber ich habe keine Ahnung. Aber da sieht man halt, ne, egal wie krass und professionelle Live-Entertainment-Künstler wir sind, wir bleiben Menschen. Ne? Wir bleiben menschlich. Das kann passieren. Ja. Da kommt mal sowas bei rum. Das ist einfach so. Nichts machen. Freezer ist halt echt zu stark, möchte ich mal kurz in den Raum werfen. Ups. Also deiner jetzt? Ja, weil pass auf, wenn du ihn ablenkst, wenn ich ihn jetzt treffen könnte damit, dann werfe ich einfach wieder die Kugel und... Dann werf! Kabusch! Alter, die Kugel ist halt so gut. Ja, die trifft halt auch so meine anderen immer. Attacken, weißt du, die sind dagegen einfach alle so wie so eine Fliege, die fliegt so um Genio rum, setzt sich mal drauf. Ja, so ist bei mir auch. Das ist der Effekt. Bis ich dann Freezer spiele, hast du Level abbekommen. Nein, aber ich hatte beim letzten, glaube ich, einen. Ja. Gut, von dem Rang, wo wir gerade sind, gibt es noch eine Parallel Quest, die wir nicht gemacht haben und eine, die wir verloren haben. Die will ich nicht nochmal machen.
Das war die eine, die wir verloren haben, war die gleiche wie im Grunde die Hauptmission, die uns noch fehlt, wo man auch gegen Freezer und Cooler kämpft. Und dann mache ich jetzt nicht nochmal und am Ende die Zeitsoldaten kommen. Gibt noch irgendwas richtig Schnelles? Wenig Erfahrungspunkte, vielleicht reicht das ja schon. Richtig schnell? Ich würde sagen, die drei Dragon Balls. Hol die drei Dragon Balls zurück. Dann wollen die nochmal machen, dann freuen sich die Leute. Mhm. Mögt ihr Dragon Balls, liebe Kinder? Ja! Ich sollte jetzt sauer auf Wollo sein, das wäre super. Dann wäre das unterhaltsam. Gibt aber keinen großen Grund. Sag mal, warte mal, weißt du, gibt's eigentlich irgendwie so Dragon Ball Merchandise, der unter anderem, so Dragon Balls, die vielleicht leuchten? Die beleuchtet sind? Weil wenn ja... Könnte es geben, ich weiß, dass ich glaube, dann will ich das. Ich weiß, dass es jede Menge Dragon Balls als Merchandise verschiedene gibt. Ja, aber ich hätte gerne so als Lampe welche, wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt komme, weiß ich aber auch irgendwie nicht. Geisterte mir das gerade durch den Kopf, weil es so dunkel hier im Raum ist. Hm. Es ist so dunkel, ich dachte mir Lichter. Mir ist nicht dunkel, weil gerade, Alter, die Scheibe ist so dreckig, ich noch nie sauber gemacht. Ich habe die Jalousien runter, im Wohnzimmer, Alter, wenn die Sonne da drauf steht, du kannst da gar nicht mehr durchgucken. Ich merke es halt gerade, weil so das Licht, das hier gerade so durchkommt durch das Fenster, es ist halt, das ist halt so dreckig, verdammte Scheiße, wie konnte das so dreckig werden? Und das Licht, das hier durchkommt, das ist halt, das ist kein angenehmes Licht, das ist so ein schmutziges Licht, so ein Rotlicht schon fast. Weil es schmutzig ist. Es ist kein schönes Licht. Wie kommt bei dir Rotlicht? Das war ein Witz, weil es schmutzig ist. Nee. Okay, ja gut. Alter, das Fenster ist so dreckig. Das ist nicht schön. Genau, und bei mir scheint gerade, ich hasse es, wenn es teilweise so ist, wenn die Sonne so eklig von der Seite reinscheint. Bei mir ist es nämlich der perfekte Winkel, damit ich auch jedes Staubkorn auf meinen Monitoren sehe. Und das sind eine Menge Staubkörner. Du sammelst die Dragon Balls? Ja. Ich versuch's gerade, aber die Ficker halten mich die ganze Zeit auf. Dann hab ich gesehen, dass du da gerade mit einem durchfliegen wolltest. So, einer fehlt noch. Ups. Einer fehlt noch. Sabon hält ihn gerade in der Hand. Sabon! Was soll denn die Scheiße? Okay, warte. Sag mal, Sabon, ich bin Freezer. Ist dir eigentlich bewusst, oder? Alter, ich sag's dir. Wenn du fertig bist mit dem Dienst, du wirst dann erstmal bei mir, da werden erstmal die Fenster geschrubbt, okay? Das ist aber klar. Wenn man dafür jemanden hätte. Alter. Fensterschrubber. Ganz ehrlich, wird meine Mutter das bestimmt nichts machen. Von daher. Alles gut. Mach ich mir jetzt mal keinen Kopf. Oh, ich habe bei mir auch ein Problem in der Küche. Das wird bestimmt irgendwann mal ein Problem. Da ist halt mit der Küche, die ich da rein habe, da sind halt die Arbeitsflächen da ein bisschen zu... sind halt Dragon Ball erlangt. Alter, bekommt man hier immer einen Dragon Ball? Okay, machen wir die Mission nochmal. 2000 Erfahrungspunkte. Nicht gereicht. Wenn ich sie nochmal mache, habe ich auch ein Level up. Und dann sollte ich noch einen Dragon Ball bekommen. Ja, komm, dann habe ich alle 7. Reindrücken. Alter, auf jeden Fall, in der Küche ist das Problem. Das Fenster geht nach innen auf. Und die... Ich nehme Jacko, der ist doch richtig schnell. Ja gut, der Jacko. Geht nach innen auf und die Arbeitsflächen sind ein bisschen zu breit. Von der Küche, da ich reingemacht habe. Das heißt, das Fenster geht nicht auf. das wird ein Problem. Was? Die Arbeitsfläche ist so hoch wie das Fenster bei dir? Ja, das ist... Ich weiß auch nicht ganz, wie das passieren konnte. Aber das geht da so ein ganz kleines Stück. Das ist so... Sollte eigentlich extrem knapp sein, aber es ist zu knapp. Da geht nicht mehr auf. Das heißt, ich habe das Fenster immer gekippt. Ist nicht optimal. Ich habe das Fenster auch immer gekippt. Aber auf freiwilliger Basis. Ich auch. Alter, apropos, ich war heute in der Küche, es war so fucking kalt. Alter. Bei mir ging von alleine die Heizung an, obwohl sie nicht an war. Ach, mir fällt gerade auf, Wollo, so dass, kalt war. Ich möchte kurz anmerken, das Dragon Ball erlangt, was hier immer dran steht, das gilt für den Dragon Ball, den man hier einsammelt. Das hätte ich mir echt denken können. Wenn man so einen Dragon Ball bekommt, steht dann auch Dragon Ball. Ach, ich glaube, da steht dann erhalten da unten dran. Wie auch immer. Ah ja, genau, okay, hier war fucking kalt. Ich war wieder auf meiner Schoko-Cappuccino-Mission. Da muss ich halt immer rüber, um mir Wasser kochen zu lassen. Logischerweise im geilen Wasserkocher. Und ich habe gelernt am Boden, wenn es so fucking kalt ist, da ist es am besten, wenn man einfach an einer Stelle stehen bleibt und dann mit seinen Füßen den Boden ein bisschen aufwärmt. Er funktioniert. Du trägst jetzt aber mittlerweile Socken, oder? Nö.
Immer noch nicht! Nö. Oh, geil, jetzt 2200 Punkte. Levelaufstieg! Ich auch. Ja, dann sind wir ready. So. Ja, Dragon Ball, wenn ich keinen bekommen habe, dann machen wir mal Raum verlassen. Wir sollten sowas von ready sein jetzt. So, und Leute, ich möchte anmerken, ab jetzt sollte dann eigentlich alles, was danach kommt, relativ geschmeidig vorangehen. Wobei ich natürlich, als ich selber gespielt habe, noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte hatte, weil ich die Namekiana-Mission gemacht habe. Also sollte alles machbar sein. So, was leveln wir am besten hoch? Grundangriffe oder Schlagsuperangriffe? Machen wir Grundangriffe hoch. Was ich übrigens gelernt habe, dass das bei der... für den Freezer-Clan gar nicht mal so gut ist. In Xenoverse 1 waren die Nahkämpfer und in Xenoverse 2 sind sie scheinbar Fernkämpfer. Das ist relativ kacke. Ah gut, liebe Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die geile Story weiter. Tschüss. Ciao.